Helenes Vater warf sie aus dem Haus, als er erfuhr, dass das ungeborene Kind Thomas gehörte. Nach ihrer Heirat waren Helene Fischer und Thomas Seidel offiziell zusammen und beide zogen bei Vater und Mutter von Thomas Seidel ein. Für diese neue Schwiegertochter haben sowohl die Mutter als auch der Vater von Thomas Seidel kein großes Interesse. Sie kümmern sich nur um das Baby im Bauch von Helene Fischer. Das weiß auch Helene Fischer. So auch Thomas Seidel. Aber beides bringt im Grunde nichts. Bis sich eines Tages herausstellte, dass das, was Thomas Seidels Vater und Mutter am meisten am Herzen lag, kein Blutstropfen war, sondern ein Teich voller Wasser. Der Entdecker war der Vater von Thomas Seidel. Ihm wurde ein seltsames Paket zugeschickt, das ein Video einer Frau enthielt, die mit 3-4 Männern zusammenlebte, die abwechselnd spielten. Sie sah sie hektisch an und obwohl der Gesichtsausdruck des Mädchens verschwommen war, bemerkte sie dennoch eine Anomalie. Es sieht ganz danach aus, als würden sie Gruppendrogen nehmen. Doch das ist nicht der Punkt, an dem sich das leicht verschwommene Gesicht als Helene Fischer identifiziert. Zusätzlich zu dem anderen Gesicht hat sie auch einen ziemlich großen Leberfleck auf ihrem Schlüsselbein, der deutlich sichtbar ist. Der Vater von Thomas Seidel wollte, nachdem er das wütende Video gesehen hatte, nur noch alles und seinen geliebten Sohn zerschlagen. Aber als Vater konnte er das nicht. Er brauchte die geistige Gesundheit und Ruhe eines Ältesten, um seinem Sohn zu helfen, klar zu sehen, wie die Realität war. Er fragte die Ermittler nach Helene Fischers Vergangenheit, konnte aber die gewünschten Informationen nicht finden. Alles ist ganz normal. Woher kam das Video? Er hat es hin und her gebracht, aber er hat keine Bearbeitungssoftware durchlaufen, außer zum Weichzeichnen. Ohne eindeutige Beweise ist es für Thomas Seidel schwierig, dies zu akzeptieren. Ursprünglich war er mit dieser Schwiegertochter von Anfang an nicht zufrieden, so dass er die Augen nicht mehr schließen konnte, als er das Video sah. Eine Frau kann einen Mann betrügen, der sie 9 Jahre lang liebt, wie kann sie seinem Sohn ein Leben lang treu sein? Ganz zu schweigen davon, wie kokett und verdorben sie in dem anderen Video ist. Vielleicht war das andere Kind wegen dieser Zeit, aber sein dummer Sohn war schuld. Er konnte eine solche Schwiegertochter nicht akzeptieren. Unsicher, wie man es regelt, kommt ein weiteres Paket an. Nachdem er es gesehen hatte, ging er sofort nach Hause und jagte Helene Fischer und das andere Kind davon. Er konnte nicht zulassen, dass sein Haus solch eine Person beherbergen würde. Was war während der ganzen Reise im Paket?